Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Bleib hier! Im letzten Part haben wir den Kampf gegen Nasty Nork aufgenommen. Und sind jetzt natürlich dabei, ihn wie wild zu verfolgen. Da hinten ist er. Gott, das ist... Vor allem, das ist hier halt so verzwickt alles. Wirklich. Das ist voll schwer, den zu verfolgen. Oh mein Gott. Ah, das war knapp. Jetzt ist die Frage, ob mir das überhaupt was bringt, wenn ich den jetzt so verfolge. Yes! Okay. Oh! Ich hasse diesen Kampf. Ich muss alles wieder von... Das ist doch... Weißt? Das ist doch die dümmste Stelle im Spiel. Wie kann man so einen letzten Boss... Oh mein Gott. Wirklich. Das ist unfassbar nervig. Oh. Jetzt hatte ich kurz die Orientierung verloren. Ganz toll. Was mir natürlich jetzt wieder viele Sekunden gekostet hat, weswegen ich das Teil jetzt nicht kriege, oder? Doch, ich kriege noch. Oh mein Gott, ist das ein fürchterlich designter Bosskampf. Oh, ist das ein richtig fürchterlich designter Bosskampf. Oh, ich hasse es, wenn es hier so eng rumgeht, weißt du, musst halt dann wirklich aufpassen, weil du darfst ja nicht runterfallen, du darfst nichts machen oder so, da darf nichts passieren, weil du musst den ganzen Boss auf einmal schaffen. Okay, jetzt schaffe ich ihn wieder nicht. So. Jetzt komm her. So. Na, bleib stehen. Ich krieg dich doch eh. Hoffe ich. Was, als ob ich den jetzt nicht gekriegt habe? Oh mein Gott! Als ob ich den jetzt nicht erwischt habe. Ich habe den sowas von erwischt. Ui! So, es gibt halt nicht mal Checkpoints oder so. Was? Ey, das ist doch, was ist denn das für ein Bullshit? Oh, das ist doch der fürchterlichste Scheiß überhaupt. Oh mein Gott. Hm.
Oh boy! Habe ich ihn? Wow! Wow! Es tut mir ehrlich leid. Ich habe euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Gnasty Gnork! Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung im Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Ui. Okay, ich möchte mal ganz kurz anmerken. Ganz kurz anmerken, mir fehlt noch ein Drache. Warum kann ich das Spiel nicht 100% abschließen beim ersten Mal? Warum fehlt mir jetzt ein Drache? Ich konnte nirgendwo ran. Warum fehlt mir jetzt ein Drache? Fürchterlich. Andere Sache, warum werden auf einmal die Credits geskippt? Was zum Fick? Warum? Dritte Sache, warum programmiert man so einen fürchterlichen Bossfight wie Gnasty Gnork? Wow. Uiuiui, der Kampf war richtig Müll. Hohoho. Ohne Scheiß jetzt. Oh, das ist der letzte Drache. Magnus. Hi. Gnasty ist jetzt Geschichte. Und, was ist da drin? Ich glaube, das ist Gnastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Hab ich. Und wieder, wenn du 100% erreicht hast. Hab ich. Okay. Ja gut, kann man mal so machen. Kann man mal so machen, öffnet sich, wenn ich 100% hab. Ja, die hab ich. Ja. Schauen wir mal, was danach ist. Schauen wir doch mal drin, was da drin ist. Was ist? Jetzt bin ich mal gespannt. Nächste Schatzkammer. Was ist das? Ist das ein Level? Ist das irgendwie, keine Ahnung, eine Belohnung oder sowas? Ja, weiß er nicht. Sehen wir gleich. Es ist ein Level. Okay. Hä? Aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Was? Was? Hä? Aber... Ist hier irgendwas unten im Wasser, worauf ich landen könnte? Hä? Und jetzt? Okay, ich stürze hier sofort ab. Hä? Was zum Fick? Was ist denn das? Okay, schauen wir mal. Warte mal, das kriegen wir hin. Da drüben ist nichts. Wo könnte ich denn... Hier ist doch auch nichts. Wo könnte ich denn hier hin? Hä? Als ob ich hier jetzt auf einmal so fliegen könnte. Woher soll man das wissen?
Okay. Okay, warte mal. Ich komme da nicht rüber. Hä? Oh. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Vielleicht muss man ja anders rumfliegen. Das kann ja auch sein. Oder so. Das Fliegen ist hier in dem Level ganz komisch. Okay. So, was kriegen wir denn? Mich würde es jetzt eher interessieren, was wir kriegen, wenn wir das Level hier auch zu 100% haben. Och nein, nicht du schon wieder. Ich hasse dich doch so sehr. So. Warte mal. Los geht's. Okay, komm schon. Ja, ich komme immer näher. Komm schon. Jetzt habe ich ihn gleich. Jetzt. Gut. Okay. Dann schauen wir doch mal hier drüben. Schau mal. Zack. Jawohl. Zack. Okay. Da muss ich jetzt irgendwie hochkommen. Ah, da oben geht's nach Hause. Es ist aber natürlich auch die Frage, wofür brauche ich den Schlüssel? Da habe ich was gesehen. Das ist ein ganz merkwürdiges Fliegen hier. Irgendwie triggert das immer ganz normal. Das komische Fliegen bei den Flugwelten, sage ich jetzt einmal. Aber ja. Okay. Bin ich jetzt hier richtig? Schaut, das sieht so aus, okay. Habe ich jetzt beide eingesammelt? Ja, habe ich. So, weiteren Schlüssel habe ich gerade nicht. Ah, und dadurch kann ich jetzt natürlich hier höher fliegen, okay. So funktioniert das, alles klar. Ja, komm schon. Ich krieg dich. Yes. So, hier noch alles mitnehmen. Dann habe ich alles. Okay, dann gehen wir doch mal wieder. So. Und darüber. Okay, hier können wir jetzt da hoch. Und dann funktioniert der Schlüssel, den wir haben, wahrscheinlich hierfür. Jawohl. Ah, so geht das jetzt weiter.
Okay, dann erstmal hier hin. Ich denke mal, dass ich hier wahrscheinlich wieder so ein... Ah, guck mal. Du schießt darüber. Jawoll. Okay, er hatte den Schlüssel. So, dann machen wir da mal auf. Jetzt ist halt immer noch die Frage, wie mache ich die Kiste da drüben auf? Die kann ich wahrscheinlich später aufmachen. Schau mal, hier gibt es schon wieder... Okay, hier muss schon wieder... Brauchen wir schon wieder einen Schlüssel. Hier gibt es sonst nicht. Okay. Schauen wir doch mal, wo der ist. Ah, ich fliege mit hinterher, das ist natürlich nicht gut. Entgegenfliegen wäre mir da lieber. Ja. Jetzt stirb schon. Okay. Dann haben wir den Schlüssel. Einmal so rum. Jawoll. Okay, okay, okay. Warte mal, dann müssen wir da auf jeden Fall hoch. Dann können wir da so weiterfliegen. Yes. So, aufmachen bitte. Wunderbarigst. Wunderbarigst. So. Achso, mehr gibt's hier gar nicht. Okay. Hey, das war knapp. So, ich komme jetzt dadurch wieder eine Stufe höher, soll heißen, ich komme hier hin. So, was setzt du denn jetzt? Was machst du auf? Dich da drüben. Okay. Ist hier sonst noch was? Nein. Wen machst du auf? Die hier wahrscheinlich. Eine von den beiden. Die drübere. So, wie kriege ich jetzt dich auf? Ah, da drüben. So. Okay. Dann. Wenn ich jetzt hier hoch, schau mal, was haben wir denn da? Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn das hier? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ah, wir haben alles, sehr schön, wir haben 100% des Levels. Wir haben die Trophäe Hamsterer erhalten. Okay, dann schauen wir mal. Nach Hause. Was kriegen wir dafür? Spyro der Drache. Du hast Gnasty Gnork besiegt, die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Nasty Nork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön?
Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Nesty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Okay, man kriegt eine kleine Abspannsequenz, wo Spyro eine Sonnenbrille trägt. Gut, wir müssen natürlich drüber reden. Durch die Sonnenbrille wird er natürlich unfassbar cooler. Es liegt in der Natur der Sonnenbrille. Es liegt in der Natur der Sonnenbrille. Es ist so, Entschuldigung. 100% des Levels abgeschlossen. Wir haben das komplette Spiel zu 100% abgeschlossen. Es gibt nichts mehr, was wir hier in diesem Spiel noch tun können. Das Fortschritt 120%. Was? Was ist das? Warum? Man kann keine 120% haben. Das geht nicht. Sowas ist effektiv nicht möglich. Stimmt, die gab's ja auch noch. Oh, die gab's ja auch noch. Ich hab's vergessen. Die gab's ja auch noch. Das bedeutet, wenn wir wirklich 100% haben wollen, dann müssen wir das auch noch machen. Haben wir hier eine kleine Galerie halt. Okay. Wenn wir die zweite Galerie auch noch haben wollen, dann müssen wir was zu tun haben. Ich denke mal, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war der Let's Play Spyro the Dragon für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.